Der Urschrei auf offener Bühne bedarf pädagogischer Stütze. Unter Schwermetallern gelten Stunden bei der amerikanischen Gesangslehrerin Elisabeth Sabin als der letzte Schrei. Einer ihrer ersten Schüler war Leadsänger Ron Keel, dessen Band fast 1 Million Platten verkaufte. Ich mache eine Art Schreitherapie. Ich sage, deine Katze wird ersäuft, dein Hund überfahren. Die Reaktion ist ein echter Schrei. Und wenn wir den richtig hinkriegen, mein lieber Mann. Wen's interessiert, Elisabeth Sabin inseriert in einschlägigen Fachzeitschriften. Schüler Ron Keel weiß, er muss noch viel lernen und meint, nur um richtig zu singen, kann ich auf der Bühne nicht stillstehen. Die Show ist wichtig. Da muss ich lernen, mit Muskelkontrolle die Stimme zu halten, während ich rumspringe. Ich hoffe nur, dass mir die Kraft zu schreien noch lange erhalten bleibt, weil ich mich beim Unterricht mit den Kids so wohl fühle. Es ist schon verrückt, bald werde ich 70 und ich glaube, ich werde dann immer noch dabei sein.